Ich habe da ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Die Sicht beträgt keine 10 Meter und jederzeit kann uns ein Felsbrocken aufs Dach fallen. Das muss die Stelle sein, zu der mich der Wächter führen wollte. Wenn man sich Santorin als Kreis vorstellt, ist genau hier der Mittelpunkt. Und wenn Sie sich irren? Immerhin warst du bis oben hin vollgepumpt mit Betäubungsmitteln. Fahr einfach weiter und vertrau mir. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Secret Files 3. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind oder was wir hier machen sollen, aber wir sollen einfach weiterfahren, hat sie gesagt. Also, hier unten ist irgendwas Helles. Da kann ich nicht rum. Nein. Hallo! Okay, ich kann anscheinend nur über diese Dinger fahren. Dreht er sich jetzt auch mal und kommt hier rum? Jetzt weiß ich nicht, ob ich hier runterfahren kann. Kann ich hier runterfahren? Anscheinend nicht. Da muss er dann komplett anders fahren. Okay. Na gut. Was ist hiermit? Das ist anscheinend nicht das, was wir suchen. Ich weiß auch gar nicht, worum es jetzt gerade geht oder wo wir hin müssen. Wir haben nur ein neues Ziel bekommen in der letzten Folge. Oh, Vertiefung. Vier Aussparungen, in die man offensichtlich etwas einsetzen muss. Ja. Und nu? Was bringt mir jetzt dieses Wissen? Also, da kann ich... rüber. Da ist so ein komischer Strom. Komme ich da durch? Ich denke mal ja nicht. Ich würde ja gerne hier unten runter, aber... Achso, komme ich doch durch. Okay. Also ich nehme an, dass wir irgendwas finden müssen, was wir da reintun können. Aber wo oder was wir jetzt genau suchen oder wie das aussieht, ich habe absolut keine Ahnung. Kommt man da? Ja, da kann man rum. Immerhin, da muss ich da nicht komplett nochmal von vorne. Da kann ich auch rum. So. Da oben war was Helles. Wie so ein Kristall oder sowas. Hier. Die Vertiefung war da links. Wie komme ich denn da hin? Macht das schon automatisch. Ja, kein Thema. Guck mal hier rum. Kann man aber nichts nehmen. Was ist das? Was ist das? Steinhaufen. Ja. Dann fahren wir doch mal zu dem Steinhaufen rüber. Mal gucken. Was ich gut finde, dass der das automatisch so... also automatisch dahin fährt, wenn man irgendwo klickt. Weil ich würde, glaube ich, bekloppt werden, wenn ich das immer alles neu klicken müsste hier. Die Brocken kann ich mit dem Greifer problemlos zur Seite räumen. Ja, sieh an. Unter den Steinen lag ein grüner Kristall. Also tatsächlich Kristalle, aber nicht diese hier, sondern ja, welche, die man ausbuddeln muss, so wie es aussieht. Okay. So, wo fährt er jetzt rum? Jetzt fährt er unten rum, ne? Ich bin mal gespannt. Das ist ja ein riesiges Labyrinth hier. Also, wir müssen nach Erdbrocken Ausschau halten, so wie es aussieht. Legen wir den mal da rein. Nicht Erdbrocken, also so Erd. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Dass wir die ausbuddeln, nehme ich mal an. Also alle, denke ich mal. So, die große Frage ist nur, wo finden wir die jetzt? Hier ist keine Erde. Das eine war, glaube ich, beleuchtet, oder? Boah, ist das doof. Weil das so groß und weitläufig ist. Ich möchte da vorne hin. Wobei ich das jetzt nicht... Na, kann ich nichts mehr machen. Puh. Guck mal, ob hier oben was ist. Da ist auch nichts.
Hier sind wir auch gestartet, ne? Meine ich. Wir müssen doch irgendwo hier noch Erdbrocken finden. Oder sind die nicht alle vergraben? Das kann natürlich auch sein. Hier sind auf jeden Fall auch wieder so Kristalle in der Nähe. Was ist das hier? Kann man auch nichts machen. Ah, da war was mit Steinhaufen. Also man muss tatsächlich nicht in der Nähe direkt sein, so wie es aussieht. Die Brocken kann ich mit dem Greifer problemlos zur Seite räumen. Naja. Sieh an. Unter den Steinen lag ein grüner Kristall. So, die Frage ist jetzt nur, wo gehen wir jetzt hin? Also wir haben jetzt quasi unten rechts und oben links, würde ich sagen. Gucken wir mal, ob wir jetzt hier unten links irgendwo noch sowas finden. Uah. Da. Ich wollte gerade noch sagen, das Blöde ist, das sieht man ja auch nicht im Vorfeld. Und schon wieder einen Kristall gefunden. Ja, sehr schön. Dann komm mal da raus. Irgendwo hier war das doch, ne? Oder war das... Nee, weiter rechts, ne? Oh, jetzt habe ich die Stelle schon gar nicht mehr. Scheiße. Okay. Wir fahren jetzt komplett in die falsche Richtung, glaube ich. Dann gucken wir einfach nochmal, ob wir jetzt hier unterwegs noch was finden. Da war die Vertiefung. So. Und den noch. Und da müsste der ja theoretisch irgendwo hier oben rechts sein. Frage ist nur, ob ich das finde. Oben links. Ja, also oben, ja, oben halt. Ah, Moment, hier oben ist ein Steinhaufen. Hier war ich doch in der Ecke, Die oder? Brocken kann ich mit dem Greifer problemlos zur Seite räumen. Sieh an. Unter den Steinen lag ein grüner Kristall. Ey, ich war jetzt nicht ernsthaft in der Ecke und hab das jetzt übersehen, oder? Weil hier war ich doch eben, bin dann auch so nach da oben gefahren. Oh, ich bin so doof manchmal. Gut. Irgendwo hier war jetzt die Vertiefung da. Und zack. Und nun? Ah, okay. Wow, Nina, du hattest recht. Wie immer. Könnten Sie bitte hineinfahren, Herr Grube? Schaut euch das an. Solche Ornamente habe ich schon mal gesehen. In Guatemala. Und diese Säulenformation sieht spätrömisch aus. Absolut fantastisch. Diese Anlage muss tausende von Jahren alt sein. Auf einigen der Bilder sind die Wächter zu sehen. Sie werden gefoltert und verbrannt. Was ist damals passiert? Immerhin gibt es hier Rettungskapseln. Die Wächter scheinen vorsichtiger geworden zu sein. Ob die auch funktionieren? Na gut, da die beiden ja wohl beschäftigt sind, werde ich mich wohl selbst um die verschlossene Tür kümmern müssen. Mal sehen, was es mit dieser Konsole auf sich hat. Ja, die will ich aber gar nicht spielen. Dann habe ich ja schon wieder nichts hier drin. Indische Ornamente. Oha. Okay. Ja, ist doch süß. Okay. Ich schätze... Knopf? Nichts passiert. Achso, das ist dann der Bestätigungsknopf. Also, einen vierstelligen Code quasi brauchen wir. Eine Darstellung des indischen Gottes Ganesha. Darunter befindet sich eine Reihe mit Zeichen, in der zwei zu vielen scheinen. Okay. Unter dem Relief von Ganesha fehlen zwei der Symbole.
Okay. Einmal der Strich fehlt und einmal dieses rechte fehlt. Das kann ich direkt schon mal sagen, weil das wiederholt sich nämlich immer. Kann ich hier... War nicht gerade irgendwas zum Drücken oder so? Okay. Die Frage ist jetzt nur, wo kriegen wir diese Symbole jetzt her? Steinfiguren? Abendländisches Relief. Vermutlich Mittelalter. Genau 12 Figuren, die alle einen Buchstaben über dem Kopf haben. Moment, nicht alle. Der letzte, der 12. Buchstabe fehlt. 12. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Also ein D fehlt. 12 Figuren, bis auf eine, haben alle einen Buchstaben über dem Kopf. Okay. Kann ich sonst nichts mehr... Nee. Och, dann fehlen uns 4 Teile und ich habe keine Ahnung, wo wir die herkriegen sollen. Das ist doch toll. Kann man hier irgendwie durch? Ja, Moment. Hier haben wir noch Hieroglyphen. Ägyptische Hieroglyphen. Ich bin leider kein Experte, aber vielleicht hat ja irgendeine dieser Hieroglyphen eine Besonderheit. Oh mein Gott. Willst du mich jetzt... Also, ich habe einige Bücher über Hieroglyphen hier und ich habe... Für mich war das immer so ein kleiner privater Traum, mal sowas zu entziffern. Aber nicht in ein Spiel. Ich krieg das doch nicht hin. Hallo, wollt ihr mich jetzt hier... Sieht so aus, als ob die verschiedenen Zeichen unterschiedlich oft vorkommen. Ob darin des Rätsels Lösung liegt? Ach, Moment. Hieroglyphen... Moment. Wir haben... Jetzt muss ich mal schauen. 1, 2, 3. Aber hier waren noch 4 drin, oder? Hier sind 4. Da, wo die Ente ist, ist da ein D? Natürlich nicht. Es sind nur die Hieroglyphen. Das heißt, da müsste das D sein. Ach so, ja klar, das eine hatte ja 2. Moment, was habe ich jetzt gesagt? Ich Moment. Ich schreibe mir das mal eben auf. Ich brauche nur mal eben Zettel. Zettel. Hier. Also, wir haben ein D. Das mit den Hieroglyphen, das wird jetzt das Schwierigste werden, denke ich mir mal. Indische Ornamente. Das war das, glaube ich, mit den 2, ne? Es war wie so ein Strich, das erste. Daran erinnere ich mich noch, genau. Das erste war so ein Strich nach unten und das andere, das war so hoch und dann so mit so 2 Bögen drin. Die Frage ist nur, was ist jetzt das dritte? Was ist das dritte? Die wiederholen sich immer wieder nach unten. Aber nur vorne. Trägt das Auge. Aber da ist nichts. Uff. Wenn wir pro Reihe gehen. Ah, Moment. Die Vögel sind mehrfach, die Enten sind mehrfach. Aber im Zentrum ist das Ding hier. Ein Hund oder weiß ich nicht, ein Löwe oder irgendwie sowas. Und den sehe ich auch nicht doppelt. Das hört sich jetzt komisch an, aber den sehe ich nicht mehrfach hier drin. Das können wir mal ausprobieren. Ich wollte gerade sagen, hier rechts müssen wir mal nichts mehr angucken. Also, wir haben
Das hat er sogar drin gelassen. Sehr gut. Wir haben diesen Strich. Das sollte wahrscheinlich der hier sein. Dann den mit den zwei Bögen. Und der war das. Nichts passiert. Ja, eigentlich müssten die in einer anderen Reihenfolge eingegeben werden. Aber das können wir ja nicht. Nee, Moment. Ach. Oder ist das hier der falsche... Ja, das war der falsche Strich. Ah. Die Tür ist jetzt offen. Boah. Also das Rätsel war jetzt mal richtig... Bitte folgen Sie mir. Saftig. Vor allen Dingen die Hieroglyphen. Das ist es. Das Deuterium. Es scheint die ganze Anlage mit Strom zu versorgen. Dieses kleine Ding? Dieses Ding ist pure Energie. Ja, das wird funktionieren. Was wird funktionieren? Das Deuterium wird es uns ermöglichen, die Anlage zu starten. Ein Kraftfeld. Ich komme nicht ran. Wir müssen weiter. Wir müssen die Antimaterie finden. Das haben Sie selbst gesagt. Max, was ist mit dir? Keine Sorge, er ist nicht tot. Noch nicht. Und machen Sie sich keine Sorgen um die Antimaterie. Sie lagert sicher im CERN. Dann war das alles nur eine Lüge? Der Überfall, der Diebstahl, alles nur inszeniert. Sie hätten uns ja wohl kaum freiwillig hierher geführt. Wir brauchen das Deuterium. Ohne Deuterium wäre die jahrzehntelange Forschung umsonst gewesen. Ich habe Ihrem Verlobten ein langsam wirkendes Gift injiziert. Es verteilt sich gerade in seinem Körper. Ihm bleiben noch 20, vielleicht 30 Minuten. Miststück! Wir verlieren nur Zeit. Das ist das Gegengift. Finden Sie raus, wie man das Kraftfeld ausschaltet. Dann können Sie es haben. Mir bleibt nichts anderes übrig, als das Kraftfeld zu deaktivieren. Am besten schaue ich mich in der Anlage weiter um. Ich wusste es! Vertraue niemals einer Frau mit kurzen Haaren im Hosenanzug. Ah! Walkie-talkie. Das Handfunkgerät habe ich von Cunningham. Ich soll mit ihr in Verbindung bleiben, während ich versuche, das Kraftfeld zu deaktivieren. Okay, das ist die Tür, durch die wir reingekommen sind, denke ich mir mal. Der Ärmste. Es scheint ihm sehr schlecht zu gehen. Ich muss Max helfen. Ja. Das Deuterium wird von einem Kraftfeld geschützt. Nee, echt? Müssen wir dann also wieder erstmal zurück, so wie es aussieht. Zähne untersuchen. Kann ich mit ihr noch reden? Ach, wir können ja weiter. Sie sollten sich beeilen. Die Zeit Ihres Verlobten läuft ab. Finden Sie einen Weg, das Kraftfeld, um das Deuterium zu deaktivieren. Dann bekommen Sie das Gegenmittel. Ich muss leider tun, was sie sagt. Okay, mal gucken. Hier unten kann man nichts machen. Auf dem Gemälde sind verschiedene Menschen abgebildet. Mein Gott, der kniende Mann hat Ähnlichkeit mit Max. Und das daneben, das könnte ich sein. Und rechts mit der Pistole, ist das nicht Cunningham? Wie unheimlich. Die Motive scheinen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichermaßen darzustellen. Ja, vor allen Dingen Leonardo da Vinci ist auch dabei. Ah, und die haben wir auch... Naja, sie haben wir jetzt, glaube ich, nicht gesehen hier. Aber das heißt dann, die Reiter der Apokalypse kommen dann auch noch. Super! Gott. Hübsch? Ja, hübsch, super. Das habt ihr ja. Moment, 10, 11... Achso, das ist eine Uhr? Nee, links ist 2, 1... Auf diesem Zeiger ist das Symbol für das weibliche Geschlecht. Okay. Auf diesem Zeiger wurde ein Pinsel gemalt. Die Frage ist nur, kann man irgendwo erkennen, was ich wie wo... Ich meine, Dolch, das wird wohl hier der Assassine sein. Auf diesem Zeiger sieht man einen Krummdolch. Zirkel? Auf diesem Zeiger befindet sich die Abbildung eines Zirkels. Diesen Zeiger schmückt das Symbol für das männliche Geschlecht.
Sind das die apokalyptischen Reiter oder was? Auf diesem Zeiger ist eine Pistole abgebildet. Gut, Venus-Symbol wird ich wahrscheinlich sein. Auf diesem Zeiger ist ein Auge. Oder muss ich die in die Richtung setzen, wo die Leute sind? Das kann natürlich auch sein. Das war jetzt überhaupt nicht gut. Moment, da dreht sich jetzt alles mit, oder was? Nee. Aber das... Moment, ich zeige nach oben. Aber mit dem Dolch ist es nicht so einfach. Der Dolch jetzt zeigt nach rechts unten. Moment. Das könnte eventuell der Trick sein. Also, ich zeige nach oben. Die Pistole, das ist die hier, zeigt nach links oben. Zirkel weiß ich nicht, was das ist. Ich denke mal, das ist der Typ. Der zeigt nach unten. Der Pinsel zeigt nach links. Totenschädel sind dann wohl die apokalyptischen Reiter, nehme ich mal an. Auf diesem Zeiger ist ein Totenschädel zu sehen. Ja, die... Die zeigen entweder mit dem Schwert nach rechts oben oder reiten nach rechts. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Auge. Der Dolch könnte halt nach rechts unten zeigen. So wie der. Oder halt nach rechts zeigen. Kann man jetzt schwer erkennen, wie das gemeint sein soll. Mars-Symbol ist wahrscheinlich dann die Männlichkeit. Diesen Zeiger schmückt das Symbol für das männliche Geschlecht. Gehe ich mal stark davon aus, dass er das ist. Und er hämmert so nach rechts unten. Was ist jetzt das Auge? Das müsste dann Kleopatra sein. Oder wer auch immer das jetzt sein soll. Die zeigt theoretischerweise nach rechts. Nein! Oh, doch nicht die Pistole. Da kann man gar nicht drauf drücken. Ja. Die Frage ist jetzt nur, ist das jetzt so richtig? Der Dolch könnte natürlich auch nach links unten zeigen. Weil anscheinend nehmen die das so... Oh, okay. Okay. Also, die Hand ist... gemeint, nicht der Dolch selber. Ist das einer von Ihnen? Ob er noch lebt? Wie sieht's aus? Wo sind Sie? Beeilen Sie sich! Hast du in meinen Träumen mit mir gesprochen? Was wolltest du mir auf dem Hochhaus sagen? Seit unserer letzten Begegnung sind viele Jahre vergangen. Jetzt haben wir dich in deinen Träumen gerufen, weil wir deine Hilfe brauchen. Hilfe? Unsere Bruderschaft existiert schon seit Jahrtausenden. Unsere Aufgabe ist es, die Menschheit zu beschützen. Beschützen? Wovor? Vor sich selbst. Unsere Urahnen waren noch Jäger und Sammler, als ihnen von den Göttern das Deuterium geschenkt wurde. Eine Quelle nahezu unbegrenzter Energie, die große Macht verlieh. Im Gegenzug für dieses Geschenk mussten sie einen heiligen Schwur leisten, dass sie und ihre Nachkommen die Menschheit daran hindern, technologisch eine bestimmte Grenze zu überschreiten. Was ja nur bedingt gelungen ist. Im Mittelalter hat man uns erbarmungslos verfolgt. Wir wurden beinahe ausgelöscht. Es begann das, was man heute die Neuzeit nennt. Eine unglaubliche Explosion von Wissen und Technologie. Es war nur eine Frage der Zeit, bis mit der Erfindung des Computers auch die Botschaft in Pi entdeckt werden würde. Pi? Immer wieder diese verdammte Zahl? Ich hatte dir vom Fermi-Paradoxon erzählt,
warum es im Universum keine intelligenten Zivilisationen gibt, die zu intergalaktischen Reisen fähig sind. Wo immer eine Zivilisation im Universum entwickelt genug ist, um Computer zu bauen, wird sie die Botschaft in der Zahl Pi entdecken. Und ihre Neugierde wird sie dazu bringen, die Maschine zu bauen. Und dann? Was macht die Maschine? Sie zerstört alles. Das Feuer. Wer auch immer diese Botschaft erschaffen hat, er wollte sichergehen, dass sich intelligentes Leben niemals exponentiell im Universum ausbreitet und zur Gefahr wird. Nun ist es an dir, die Menschheit zu schützen. Du wirst verhindern, dass diese Maschine in Betrieb genommen wird. Als Zeichen unseres Vertrauens ermöglichen wir dir den Zugriff auf die Energieversorgung dieser Station. Du wirst die richtige Entscheidung treffen. Warum? An der Konsole könnte ich das Kraftfeld um das Deuterium deaktivieren. Im Tank liegt regungslos einer der Wächter. Was soll ich nur tun? Ich will die Welt retten, aber ich muss doch auch Max retten. Ich werde jetzt Max retten und dann werde ich danach mit Max die Welt retten. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ich weiß es nicht genau. Wenn ich das Kraftfeld ausschalte, kommt Cunningham an das Deuterium. Und dann geht die Welt unter? Aber wenn diese verdammte Maschine gar nicht funktioniert, wenn meine Träume nichts zu bedeuten haben, ich kann Max nicht sterben lassen. Ich kann es einfach nicht. Hoffentlich habe ich die richtige Entscheidung getroffen. Aber ich kann Max da nicht einfach liegen lassen. Er braucht das Gegenmittel, also werde ich tun, was Cunningham verlangt. Sieht einfach aus. Ich kann die Energieversorgung unterbrechen, indem ich das rote Segment zum Kontakt ganz nach rechts verschiebe. Okay, was machen wir denn hier? Nach links bewegen? Ah, so geht das, okay. So, kann man das, das kann man jetzt nicht nach oben bewegen, ne? jetzt wird's kompliziert, Moment. Also das, ich muss das Große auf jeden Fall da wegkriegen. Es bringt nichts, wenn ich das nur eins nach rechts mache. Weil das kann ich nur nach rechts bewegen, denke ich mal. Ah ne, kann ich auch nach links bewegen, aber das bringt mir natürlich jetzt in dem Sinne nichts. Okay. So, wenn ich das nach oben bewege, das geht gar nicht. Ach so, ja. Och, ich bin so doof. Geschafft. Spasiba, Kalenkova. Ich muss zu Max, schnell. Der ist hier, ne? Ja. Cunningham ist mit dem Deuterium verschwunden. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Ich muss mich um Max kümmern. Das Gegenmittel. Habe ich das? Nee. Ich muss Max helfen. Ach so, hier. Ach. Dann schnell. Oder auch nicht. Moment. Cunningham hat ihre Tasche hier verloren. Mal schauen, was drin ist. Gegengift. Zack. Wie geht es dir? Mir ist noch etwas schwindelig, aber ich komme schon zurecht.
Was ist denn hier passiert? Cunningham hat das Deuterium. Sie ist sicher mit dem U-Boot abgehauen. Mist. Und jetzt? Erinnerst du dich an die Rettungskapseln, die ich bei der Anlegestelle entdeckt habe? Und du meinst, die funktionieren noch? Das will ich hoffen. Sonst sitzen wir ganz schön in der Klemme. Gut, gehen wir. Drück die Daumen. Schließlich haben wir noch was zu erledigen. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.